Leute, als dieser Lautsprecher hier bei mir zu Hause ankam und ich ihn ganz nach oben tragen musste, gingen mir viele Gedanken durch den Kopf. Ist das überhaupt noch ein Bluetooth-Lautsprecher und wer braucht sowas? Und sollte ich mich vielleicht besser im Fitnessstudio anmelden und muss ich das jetzt überhaupt noch? Ganz oben angekommen wurde mir jedoch eines klar. Dieses Video hier wird laut. Teufel sollte einigen ein Begriff sein. Sie sind ein deutscher Audiohersteller seit 1980 und haben den Ruf, vor allem basslastig und laut zu sein. Vornehmlich in Heimkinosystemen. Ich habe in der Vergangenheit schon den Boomster und Boomster XL getestet und die waren auch schon eher groß. Der Grundgedanke hinter großen Bluetooth-Lautsprechern ist, dass man sie zu Hause problemlos benutzen kann und bei einem Grillfest oder so trotzdem mobil ist. Der Rockstar R ist mit Sicherheit nicht der schönste oder kompakteste Bluetooth-Lautsprecher. Er ist von innen ein Biest und von außen auch. Das Teil sieht aus wie eines der Dinger, was im Club an der Decke hängt. Dementsprechend wiegt er auch ganze 15 Kilo. Allein deswegen hat er nicht mehr viel mit einem klassischen Bluetooth-Lautsprecher zu tun und die Anschlüsse allein sprechen Bände. Da wäre ein AUX-Anschluss oder XLR für professionelle Mikrofone, um weniger professionelle Karaoke-Abende zu veranstalten. Und natürlich ein Anschluss für E-Gitarren. Man kann die Eingabequellen mit diesen schicken beleuchteten Drehrädern pegeln und mischen. Im Inneren steckt ein massiver 25 mm Hochtöner und 250 mm Tieftöner. Vier Bassreflexrohre und ein Horn vor dem Hochtöner sorgen für einen breiten Abstrahlwinkel in einem Fußballstadion-Style. Erst dachte ich mir, dass der Bass doch sicherlich viel zu überdreht sein muss und deswegen die Ausgewogenheit des Klangbilds leidet, aber das ist nicht ganz der Fall. Man kann den Bass manuell nach Bedarf hoch oder runter regeln. Das ist sehr gut zum Ausgleichen. Auch gut fand ich, dass eine Fernbedienung beiliegt. Wenigerhin gut, dass kein DAB-Radio wie im kleineren Boomster verbaut wurde. Doch jetzt zum wichtigsten Teil im Video, dem Soundcheck. Ich bin hier mit Konstantin. Hi. Der hat nämlich auch ein Rockstar Air und auch ein Video auf seinem Kanal. Link ist unten in der Beschreibung. Angefangen haben wir ganz klein mit dem Sound eines Smartphone-Lautsprechers. Dann hätten wir da noch meinen lieblingskompakten Lautsprecher, den Bose Revolve. Der ist echt klein, aber auch echt laut. Das hier ist der Teufel Boomster für Leute, die eher zu Hause Musik hören und seltener unterwegs. Und das hier ist der Teufel Rockstar Air. Aber was ist lauter als ein Rockstar Air? Ganz richtig, zwei. Und man kann die sogar miteinander verbinden, um dann einen noch lauteren Lautsprecher zu haben. Und das probieren wir jetzt mal aus. Schon sehr laut. Das waren jetzt gerade 112 Dezibel. Waren es dann nicht 224 Dezibel? Ich weiß nicht, schreibt es mal in die Kommentare. Also damit übertönt man definitiv jeden anderen am Campingplatz und kann die Polizei ganz leicht rufen, falls der Handyakku mal leer sein sollte. Auch beeindruckt war ich von der Akkulaufzeit. 30 Stunden lang soll die sein, doch das war schwer zu testen, wie man sich vorstellen kann. Ich konnte auf jeden Fall mehrfach mein Smartphone dran aufladen. Ich fand es nur ein bisschen komisch, dass man den Lautsprecher eingeschaltet haben muss, um ihn zu laden. Allerdings wird er ja zu Hause vermutlich eh die ganze Zeit am Strom angeschlossen sein, also wahrscheinlich nicht so ein Riesenproblem und die Laufzeit ist eben auch echt lang. Aber für wen ist das Ding jetzt? Ja, gute Frage. Ich würde sagen, brauchen tut's niemand so richtig. Ja. Es ist aber schon irgendwie nice to have. Wenn man so eine richtig fette Party hat und man hat diesen Lautsprecher, dann ist ganz klar, ihr seid eingeladen. Außerdem muss man bedenken, der Preis mit 600 Euro ist wirklich hoch für einen Bluetooth-Lautsprecher. Und für mich stellt sich ja die Frage, reicht nicht auch der Boomster XL oder der Boomster für die Leute, die es ein bisschen ernster meinen? Wie dem auch sei, das war's mit diesem Video. Macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao.